Tort in the face. Hallo und herzlich willkommen bei Trash Course. Hi. Und der allerersten Folge Prominent getrennt. Alter, endlich. Das gönnen wir uns hier auch zu dritt, wie ihr seht. Woohoo! Martin hat das ganze Osterwochenende für den einen Menschen gebacken, der immer schreibt, das mit dem Kuchen geht ihm auf den Sack. Ich wünsche mir, dass du jetzt es mal ein ist Stück wirklich nimmst. So sinnlos. Nimm es mal ein Stück und überzeug dich mal. Was ist das für ein Kuchen? Eine nachträgliche Ostertorte. Aber eine andere als beim letzten Mal. Was ist eine Ostertorte? Eine Ostertorte ist so mit Ostergras außenrum. Oh. Kranz. Du siehst es doch hier. Und mit hier Röhrchen? Ist doch, ich beschreib's dir, weil du siehst es ja anscheinend nicht so gut. Das brennt wieder nicht auf. Jetzt machen wir es ja wieder so ausladen. Hier oben ist Osterkranz, das ist weiße Creme außenrum und oben liegen Ostereier. Und wie viele Stockwerke hier drauf sind, das musst du selber sehen. Hä? Okay, biet mal an, also Leute, ihr seht's, wir haben uns natürlich trotzdem wieder für Prominent getrennt entschieden, obwohl wir jedes Mal sagen, ob wir es wirklich machen, aber erste Folge ist ein Muss. Und dann wissen wir, dass wir auch nicht mehr, keinen Ausweg mehr finden. Nee. Wir haben ja auch immer noch die Möglichkeit, das wird auch nicht stattfinden, aber dass wir diesen einen Menschen, den wir so, so krank sehr hassen. So und gut. Das ist eigentlich, den hatte ich schon vergessen, mein Hass dazu, der wird ganz schnell wieder aktiviert sein. Aber insgesamt haben wir uns halt über den Cast geärgert, obwohl er jetzt am Ende wieder auch eine coole Staffel liefern wird. Ja, trotzdem sage ich, dass ich es schwierig finde, dass Kim und Emanuel daran teilnehmen dürfen, obwohl sie ja schon zugegeben hatten, dass es da schon alles immer nur PR war und sie nie ein richtiges Paar waren. Versteht. Ansonsten habe ich natürlich Bock auf Tim und Melina. Ich auch. Weil ich es so sinnlos finde. Ja, aber da bin ich bei Martin, weil ich es auch so. Aber habt ihr die Kommis gelesen? Und das, da gehe ich dann mit. Die sind halt schon lange getrennt und Melina ist halt auch immer für einen Ausraster zu haben. Ja. So, wie er drauf ist, weiß ich überhaupt nicht nach seiner spirituellen Reise. Das und wir hatten ja dann auch nochmal bei Breaking Trash, dass die ja wieder angebandelt hatten. Eben. Und dann halt dieser ganze Mix halt von und dran, dass Max was mit ihr hatte und Sandra, dann aber Tommy da auch drin ist und da sage ich, let's go, na klar, da habe ich ja Bock drauf. Ja, und wir könnten noch mal ganz dazu sagen, dass wir ja im Zusammenhang mit Promi Big Brother auch mitbekommen haben, wer sonst noch hätte in den Cast rutschen können, nämlich Jelis und Yannick. Ja. Und Paulina und Yassin, was das Ganze ja abrunden würde. Ja. Das wäre so irre gewesen. Also wir können uns wahrscheinlich freuen, dass es noch Paare für die nächste Staffel gibt und auch glücklich darüber sein, dass es jetzt nicht so volle Dröhnung ist, wie es hätte auch werden können. Ja. Wir vermissen natürlich trotzdem wieder ältere Paare, so wie die erste Staffel mal angefangen hat, damit es nie wieder nur so trashlastig ist. Aber es ist jetzt so, damit müssen wir dealen, darauf lassen wir uns ein, wir versuchen es. Ja, so. Ich wollte gerade sagen, wir starten gleich rein, aber nein. Wenn ihr das alles gucken wollt, immer wieder lese ich Kommentare, warum zeigt ihr so wenig und bei Insta so viel? Hä? Macht ihr euch den Account bei RTL Plus und glotzt das selber. Ja. Also wer da jetzt heiß drauf ist nach unserer Reaction, es führt kein Weg dran vorbei. Guckt euch das an. 85 Minuten habe ich nämlich schon gesehen. Alter, geil. Oh, okay. Ja. Dann mal rein mit uns. Ein Witzkopf ist schon in Fahrt. Oh, fangen wir natürlich echt mit dem an. Aber das Gute ist, die, wo ein Kleidchen anhaben, die werden mal richtig frieren. Ist er das? Also Mike Sees ist mein Ex-Partner. Okay, reicht. Sobald du den Namen hörst, ist Shitstorm rolling. Ist das Leute reden, was flutsch und weg oder was? Das ist Kakao. Ich habe in dieser Partnerschaft nur Minus gemacht. Ja, doch, Reptil. Emotional. Aber so Gruselreptil. Finanziell, sexbezogen, überhaupt. Und dann hat er den größten Fehler gemacht, den er hätte machen können. Welchen denn von den ganzen Fehlern meint sie? Ja. Wir lassen uns jetzt hier nicht gleich vom Scheißesturm mitreißen, also will ich zumindest nicht. Nur ein paar Infos, ihr habt es vielleicht auch schon bei Be Real verfolgt. Die hatten ja Therapie und Co. zusammen und dann war ja diese Sinnloskacke auf Malle mit dieser einen von Goodbye Deutschland, wo er dann auch zugegeben hat, dass es nur für die Presse war. Mhm. Was natürlich immer an seiner Glaubwürdigkeit im Generellen immer Zweifel lässt, obwohl er dann wieder auf seinem YouTube-Account da irgendwie sonst was behauptet. Und hier kam von Tessa gerade schon die Frage, ob uns hier das Gleiche erwartet wie mit Silva, dass sie dann irgendwie doch so pärchenmäßig sind. Und man hat ja ganz deutlich gesehen, das ist jetzt eigentlich auch kein Spoiler, dass sie bei dieser Amazon oder Join-Show, wo diese Kämpfe da waren, dass sie da ja auch zusammen waren. Ich denke, die sind. Also die Trennung ist mehr inszeniert, als dass das war. Das Ding ist, da waren sie halt zusammen und die letzten Wochen haben sie ja wieder richtig krass gegeneinander geschossen. Und da hat Michelle ja auch gesagt, dass Maiko gerade jemand Neues kennenlernt. Aber war da nicht auch die Ariel,
Also war das nicht mit, auch mit Ariel? Da war auch mal was, aber das eine ist Affäre? Auch noch letztes Jahr. Also wild. Und da hat er ja nie zugestanden. Stimmt, hat er nie zugestanden. Also das ist Silva und Steffi hieß sie, ne? Ja, Stefanie. Och, wo man denkt, oh, ich will es nicht sehen, glaube ich. Also wir wollen es ja sowieso nicht sehen, aber hier auch so inszeniert. Warum steht er jetzt da? Warum zerbricht das Glas? Ja, ich brauch's nicht. Gar ich brauch's nicht. Aber ich hätte auch wirklich die beiden als Einstieg gebraucht in die erste Folge. Finde ich auch Wahnsinn. Hm. Hab halt dann mit ein paar Mädels Spaß gehabt und die Mädels waren halt so intelligent und haben sie kontaktiert. Kontaktiert. Für mich hat sich das Fremdgehen wie tot angefühlt. Dadurch, dass ich ja begriffen habe, als Narzisst kommst du einfacher durchs Leben. Warum willst du ein Opfer sein? Was ist denn das? Was sind das denn da für Szenen? Michelle wird hier drin, sie wird hier drin wieder das Opfer sein, sie wird wieder weinen. Die Hoffnung ist natürlich da, aber im Moment realistisch gesehen, wenn das so bleibt und er noch mehr einen Höhenflug kriegt oder was er auch immer hat, das ist ja nicht mal Mike. Du musst aber weg von ihm! Das ist ja wirklich die Frage. Oh, wie viele Jahre will die oder wollen die es beide noch? Sie tut mir richtig leid. Seit 2 Jahren da ständig, ja, wir glauben dran, wir arbeiten dran und dann wieder irgendeine PR-Scheiße, so zum Kotzen. Es ist halt gar nicht verständlich, dass sie das ganze Ding so mitmacht, ne? Weil wozu? So das Wesen, das sie so hat, es schreit für mich nach einem ganz anderen Lebensstil als das. Ja, voll, voll. Aber ich muss sagen, ich finde, im Vergleich zu Mike kommt sie halt immer besser weg, ja. Ja, aber ich glaube, die ist trotzdem auch loco. Na, aber allein schon die Frage, warum sie ihn will, kann ich mir nicht beantworten. Ja, nicht ich eine verstehe Sekunde. Es auch nicht. Ich verstehe naja, es muss nicht. Halt irgendwas nicht stimmen. Und wir hatten gerade schon gesagt, Mike sagt ja selber bei YouTube so, ja, er ist halt so dieser Hate-Character, der halt trotzdem gebucht wird. Und das muss man so stehen lassen, weil das ist nicht seine Schuld, sondern die Schuld trifft dann die Sender, die diese Person ja immer wieder buchen und denen auch immer wieder eine Bühne geben. Also, das ist schon crazy. Ja. Hast du Tattoos gemacht? Hm. Du hast Tattoos gemacht. Natürlich habe ich Tattoos gemacht. Was denn? Warum? Bei Skyfilm. Rechnet mit dem Schlimmsten. Na toll, jetzt muss ich hier in den Dreck rein. Was hast du denn da drauf? Warum hast du deine Nummer da drauf? Ja, dass wenn der Koffer weggeht, dass man mich anruft. Das ist blöd. Ja, wenn der Koffer weg ist, da schreibt man seinen Namen drauf und nicht seine Nummer am Natürlich. Flughafen. Natürlich. Wie kann man so blöd sein? Da hast du deine Nummer auf dem Koffer, Alter. Die kannst du gleich mal streichen, ey. Alter, bei dir war noch kurz zu Hause. Es wirkt alles, also wir wissen ja, dass das crazy ist um die rum. Wir haben jetzt hier schon mehrmals gesagt, keine Ahnung, wie echt da jetzt wirklich alles ist. Er trägt da ihre Koffer mit hoch, er beleidigt die in einer Tour, die lacht da zwischendurch, er lacht zwischendurch. Wollen die uns komplett verarschen? Also irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist einfach eine Hassliebe von Anfang an da und sie ist sich eh sicher, naja, wir kommen schon wieder zusammen. Ja, das aber, dass sie das um mit sich machen lässt, so anscheinend, es wirkt halt doch alles so, also ich würde gerne mal wissen, was er ihr noch alles verbietet. Wir haben es ja schon im Sommerhaus mitbekommen, dass sie sich so und so nie anziehen darf, aber anscheinend durfte sie auch keine Tattoos machen. Und dann auch noch diese Anfangsaussage, ich hasse diesen Menschen so sehr. Ja. Ja, genau. Die verhalten sich halt auch wirklich wie noch zusammen. Ja. Aber halt in so einem Streit nie geklärt, ja. Beziehungspause. Sowas. Ja. Ich glaube, die kriegt auch Ärger, wenn die, keine Ahnung, bei der Post ihre Handynummer angeben muss für irgendeine Lieferung mit der Spedition. Sagt, willst du den bumsen? Ja. Die darf nicht mal jemandem freundlich Hallo sagen. Nee. Warum hast du mir so freundlich Hallo gesagt? Hast du mit dem was? Na, und so ein bisschen könnte ich es nachvollziehen, wenn die jetzt die Kinder, die er mit betreut hat sozusagen, wenn das seine gewesen wären, sage ich mal. Also sie haben, aber er ist ja nach den Kindern in ihr Leben gekommen. Ja. Dann könnte ich mir das irgendwie noch erklären. Aber hier sage ich schon beim ersten Paar, Konzept der Show verfehlt. Ja. Leider in die Hose gegangen. Mhm. Jetzt kommt gleich das zweite sinnlose Paar. Sehe ich gut aus? Das war dann irgendwann so eine Belastung, dass ich dann irgendwann mal dachte, so, das ist zu viel, das passt nicht, das ist einfach nur noch belastend. Kim Vagina. Ich weiß nicht, ob ich heulen oder lachen soll. Ja, such's dir aus. Das Ding ist, bei den beiden, da kann ich, also wir haben es schon eingangs gesagt, was wir davon halten. Und wir haben sie ja auch bei Ito VIP kurz davor gesehen, wo sie sich ja auch gut verstanden haben. Da gab es jetzt auch kein Rumgebiefe oder sonst irgendwas. Deswegen würde jetzt für mich alles aufgesetzt und sinnlos wirken, wenn die jetzt sich krass anzicken würden, wenn man sie bei Aito noch so chillig miteinander erlebt hat. Wir müssen es ja jetzt eigentlich wirklich nur akzeptieren, dass die dort dafür gebucht wurden. Ja, was ja auch wieder dass RTL ist. Ja, dass irgendwer entschieden hat, ja, wir finden es passend, aber... Ich finde es halt wirklich crazy, dass da einfach so getan... Weil wir irren uns doch nicht. Die haben gesagt, ganz es ist
Wir sind nicht zusammen gewesen. Das gab es vorher schon, dann wurde es bei I2VIP nochmal gesagt. Danach wurde ja erst hier Casting gemacht für Prominent getrennt. Aber es ist doch das same. Ich meine, sie haut da jemandem eine rein und der Eklat kam raus und kurz danach hat sie Dschungelcamp unterschrieben. Ja, natürlich. Also, das ist sowieso crazy. Aber ich meine, dass jetzt hier einfach so getan wird, ja, wir waren 3-4 Monate zusammen. Wo jeder weiß, dass irgendwie verfolgt, hey, ihr wart gar nicht zusammen. Hä? Na, oder wurde das denen so gesagt, um den Zuschauer jetzt nicht 1000 Fragezeichen reinzusetzen? Ja, vielleicht. Sicherlich. Aber ich hätte es halt auch nicht als notwendig empfunden, dass sie dort sind. Same. Egal, das müssen wir jetzt schlucken. Ja, ja, klar. Nein, wir haben Einzelzimmer. Echt jetzt? Ja. Oh nee. Die körperliche Anziehung ist bei uns nie das Thema gewesen. Nein. Das ist ja das Schlimme. Ja. Oh, oh. Scheiße. Aber deine Tattoos gefallen mir nicht. Oh, juckt. Wirklich mir nicht. Gefallen die aber. Du weißt ja nicht, wo ich noch überall Tattoos habe. Du laberst so einen Müll. Die wirst du nicht. Du laberst so einen Müll. Dann hast du ja das Kleid geholt. Heimlich. Irgendwann mal. Damit du Bauch frei trägst. Stimmt, ja, durfte sie ja auch nicht. Sagt er es vielleicht doch mit ein bisschen Witz und die Musik lässt uns jetzt schon wieder so rein interpretieren? Kann alles sein. Sonst kommt man nicht durchs Leben. Du, die beiden sind Loco und das ist eine Dynamik bei denen. Die liebt das, denen zu provozieren. Da vor allem die liebt das, dass er dann so besitzergreifend und so das, also die ist auch Loco. Wir brauchen ja niemanden von beiden in Schutz nehmen, so richtig. Wär eigentlich cool, wenn wir das mal probieren, gar nicht zu machen, ne? Weil sonst wird man ja nicht fertig bei den Paaren. Ich glaube, sobald Mike leider seinen ersten Ausraster hat, dann müsste er nicht Tape auf den Mund machen. Nö. Ich gebe dir da Megafon. Ich weiß gar nicht, ob das durchgekommen ist. Ich hab Bock auf deine Ausraster. Ich weiß gar nicht, ob das durchgekommen ist, aber macht es vielleicht auch der Schnitt jetzt, dass man direkt wieder das vom Sommerhaus so aufgreift? Oder sagt er es doch ein bisschen mit Humor und weil er weiß, so haben sie es früher geführt, die Beziehung? Kann auch sein. Also so dieser Spruch mit, naja, die Nummer hättest du eh nicht geben müssen, mal auf deinem Koffer, das ja. Aber es war ja eigentlich, boom, so kam es rüber. Aber nein, für mich ist eher so dieses, wann hast du dir das Kleid gekauft? Mhm. Ich mag deine Tattoos nicht. Hast du einfach für dich? Also, aber sie sagt gar nichts. Warum sagt sie eigentlich auch weil gar die nichts dazu? Weil die das liebt. Oder sie steht allgemein schon drauf. Sie steht darauf, wenn der da so abgeht und so besitzergreifend wird. Das meine ich ja, die ist. Was soll sie halt auch dazu sagen? Wenn er sagt, ich finde deine Tattoos hässlich, sagt sie, ich finde sie schön. Und jetzt? Aber dann macht sie es dann noch behalt's so. Für dich. Aber du machst dann nur so, ich finde sie geil. Ach so, ihm jetzt sozusagen. Ja. Kommen welche? Ja. Ja, holt mich jemand ab? Hallo, Fahrer. Ach. Was geht ab, Bitches? Mike, freut mich. Michael, hallo. Bist du nicht dieser kleine Toxic-Dude, bisschen? Oh, Mann, weißt du was? Ich will die nie mögen, ich will sie nicht mögen, das aber... Das Ding ist, ach cool, ich lasse es mal kurz so, ignoriert es bitte einfach. In so Momenten denke ich, ich finde sie so lol, ich finde sie so lustig und ich wünschte, es gäbe diese ganze Eskalation, Handgreiflichkeit einfach nicht bei ihr. Da wäre sie so ein lustiger Trash-TV-Charakter, den die Welt wirklich braucht. Ja. Auch so diese Schießerei von ihr und Layla immer noch. Das muss alles wegbleiben. Die soll da rausfeuern und dann muss ihr egal werden, so ein bisschen. Ja. Na, und dann einfach nur noch Talkshow gesetzt. Sie gibt kurz ihre Meinung ab und schießt nicht mehr, indem sie so Wochen. Große Sachen ins Rollen bringt, sondern guck mal für den Moment. Ja, so wie jetzt halt gerade. Fällt nur dir kannst auch. Kannst du einmal was machen? Kannst du ganz schräg machen? Kannst du mal so ganz schräg? Mach schräg Pony draus. Soll ich hier holen? So? Oh mein Gott, ja! Und jetzt sind wir alle wieder 16 und hauen uns gleich Emo-Mucke rein. Ich bleib so. Er sagt einfach nicht. Ich glaube teilweise wegen der Meinung von außen, dass er ein bisschen trotzig geworden ist. So kommt es ein bisschen rüber. So ein bisschen, okay, jetzt bin ich halt so. Dann take it or leave it. So wie du? Einfach abwarten. Wer laut ist, ist am Ende ganz leise. Wisst ihr, welche Sprüche Mike für mich auch super machen könnte? Diese Kack-Motivationssprüche, wo immer im Hintergrund schwarz-weiß so ein Löwe ist oder irgendwie sowas. Und dann halt solche Kack-Sprüche, so wie der gerade. Ja. So. Daher hat er das. Ja, der hat einen Abreißkalender für Everyday zu Hause davon. Und bei Pinterest abonniert. Es wird hier voller Rudelbums bei euch, Mann. Oha, was seid ihr denn? Also ich bin schüchtern, Leute. Ja, klar. Mann, du bist da unten ausgestiegen, Mann. Da dachte man, du hättest kein Höschen. Du musst aufpassen. Ehrlich, ehrlich, bist du wieder toxic? Oh, die ist voll auf Provokation aus. Wenn, dann will ich Narzisst genannt werden, nicht toxisch. Yo, Leute, what's poppin'? Ich bin Gina. Lara Croft, oder wer?
Bei Gina muss ich mal kurz dazu sagen, ich finde es Wahnsinn. 2020 das erste Mal bei Normalo Big Brother. Dann halt, das war für mich schon ein Fiebertraum, dass sie mit Cedric zusammengekommen ist. Jetzt irgendwie, oder? Weil ich so dachte, hä? Passt null irgendwie? Dann haben wir ja immer schon so Späße gemacht. Na gut, sie ist ja Ebi und er hat es halt noch nie rausgefunden. Nee, die war doch auch um... Ach so, und er, ja. Ups. Und, Upsis. Und jetzt ist sie hier so. Irgendwie finde ich das aber alles... hatten die zwei eine Präsenz vorher? Online? Ach, irgendwas? Die war jetzt mit ihrer Ex-Freundin? Ne? Da habe ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wer die Ex-Freundin ist. Aber vielleicht haben wir so einfach nie verfolgt. Ich kann mich... Also ich war bloß mit den beiden... Damals, als wir bei der Netflix-Party waren, war ich mit denen danach noch bei der Aftershow-Party. Und da habe ich gedacht, super süß zusammen. Und dann, waren die da noch zusammen, ja? Ja, da gab es ja nie ein Foto. Oder irgendwas. Ah, also es ist mir nie wieder irgendwas begegnet. Sonst wäre ich sehr irritiert gewesen. Oder, also ihr müsstet jetzt irritiert sein, deswegen frage ich. Also, weil wir waren ja nicht mit den beiden feiern. Bei mir sind sie ja komplett unterm Radar geflogen. Ja, und deswegen komplett. Auch so komisch, dass die Geschichte gar nicht online oder in der Show erzählt wurde und dann da jetzt dort so auftaucht. Habe ich aber auch Bock, da jetzt mal mitgenommen zu werden. Was ist da passiert? Wie lange wart ihr zusammen? Ich weiß nichts. Warum auch immer, aber irgendwie ist es frischer Wind. Neben den ganzen, die kommen nicht mit so einer schweren Last für mich jetzt rein wie die anderen. Und ich hoffe, es bleibt auch so, aber naja, wenn der Vorspann, wo sie so ein paar Mal ausrastet, schwierig. Und also wirklich, jetzt stellen wir es schon wieder fest, oder ich gerade in dem Moment, das hätte auch wirklich in Brandenburg gedreht werden können. Guckt euch mal den Rosengarten. Das ist doch bei deinem Daddy im Garten. Ja, so das ungefähr. Ist bei mir, aber also was ist da? Park. Was ist Südafrika da was dran? Was daran schreit Südafrika? Nichts. Nicht mal die Temperatur. Ich denke eigentlich jeden Tag noch an Emily. Oh, ich bin echt gespannt. Ich bin nicht betrogen, aber sie hat 5 Minuten vorher Schluss gemacht und hat dann vor meinen Augen mit jemand anderem rumgeknutscht. Oh. Also der Blick, der muss ganz dringend ein anderes Licht aufgestellt werden. Wir haben so professorischen Kontakt, dass wir halt so unsere Klamotten uns wiedergegeben haben. Die Feste, wie sie fallen. Seitdem war Funkstille. Vielleicht ja auch die neue potenzielle Freundin von Steffi Stark. Das ist Steffi Steampunk Stark. Und die fragen, warum wir sie immer Steampunk nennen. Habt ihr schon ihre 42.000 Ohrringe 48. angeschaut? Könnt ihr bei TikTok 48. nachschauen. Sie macht original ein TikTok dazu am Tag. Ist und das andere ist, so sah meine Brüste vorher aus. Blipp. Flexitimplantate. Super. Naja. Also brauchen wir bei den zwei, glaube ich, gar nicht hoffen, dass die wieder zusammenkommen. Nee, jetzt müssen wir uns mehr an der Geschichte nähren. Nee. War ja klar, dass es so kommt. Hi. Hi. Wie geht's? Ja, soweit ganz gut. Selber? Ja, auch. Ich finde auch gerade, das ist mal eine realistische Begegnung von dem, was sie vorher erzählt haben, wie die Beziehung war. Ja. Und jetzt halt so, Alter. So. Na halt auch so 5 Monate nicht, keinen Kontakt mehr gehabt. Jetzt sitzt diese Person plötzlich neben dir und du bist so, sagen wir uns Hallo? Weiß gar nichts, ja, wie freundlich. Wie geht's, oder auch nicht? Ja. Darf ich überhaupt mit ihr sprechen, so mäßig? Na und auch so selber wahrscheinlich auch ein bisschen überwältigt von dem Gefühl so. Vielleicht vermisst sie sie ja auch. Ja. Hat sie ja gesagt. Jeden Tag hat sie an sie gedacht. Ob positiv oder negativ, weiß ich jetzt allerdings nicht. Prominent getrennt sehe ich definitiv als Chance, dass Gina und ich uns einfach mal aussprechen können und vielleicht wieder zueinander finden. Hasst ihr euch oder liebt ihr euch? Ja, hassen. Wie lange seid ihr getrennt? 5 Monate. 5 Monate. Und warum? Ja, weil sie sehr viel Streit sucht. Also sie ist der Meinung, dass ich für jeden Streit verantwortlich bin und ich finde, das ist eine sehr bedenkliche Eigenschaft zu sagen, du... Ich sag mich für jeden, aber für viele und das können auch einige Leute bezeugen. Ja, Gina, ist okay, nerv mich aber nicht. Ich hasse das, wenn Menschen die Fehler einfach nicht zugeben und du kannst sie einfach nicht zugeben. Wie du mit mir umgegangen bist, teilweise zwei zu Hause. Wo bin ich? Alter, wie willst du mich hier gerade darstellen? Ich stell dich nicht da, es war einfach so. Wie bin ich denn mit dir umgegangen? Scheiße teilweise? Was heißt das? Ich will Infos. Was habe ich gemacht? Du hast mir eine Sache. Du hast mich angeschrien, du bist weggegangen. Ich hab dich angeschrien. Ja. Willst du mich gerade nicht beleidigt? Alter, willst du gerade alles, was du machst, so tun, als wäre ich das? Siehst du alles, was ich tue, wieder? Ich check noch nie so richtig. Irgendwie bin ich gerade, warum immer bauchgefühlmäßig, so dass ich Gina glaube. Dass Emily Scheiße erzählt? Ja, weil Emily ja selber gesagt hat, dass sie halt eine sehr temperamentvolle Person ist. Und irgendwie sowas hat sie doch gerade gesagt, vorher noch. Und deswegen, ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass sie sehr ruhig in Streitereien ist. Kann mir aber vorstellen, dass sie so eine ganz andere Sichtweise hat, wie sie in einer Beziehung behandelt werden möchte. Mhm.
und dann halt auch wirklich schnell so stunk gesucht hat und daraufhin an Gina trotzdem auch laut geworden ist und ausgerastet ist, weil so gefühlt nichts Seiten, recht war. Auf beiden Seiten ist ein bisschen was dran. Ja. Sie kennen ja Gina auch noch gar nicht so richtig in so einem Streit, würde ich sagen. Nee, und bei also Couple Challenge war sie ja eigentlich auch chillig, oder? Ja, da war sie ja auch mit ihrem Partner noch zusammen, sag ich mal. Ja. Ich muss die einmal streiten sehen, weil Emily kennen wir einfach nicht. Ja. In die anderen können wir immer eine Vorgeschichte rein interpretieren. Ja. Aber wenn ich jetzt schon sehe, wie ich beziehe mich wieder auf den Trailer. Wollte ich gerade sagen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ist auch schade, schwierig. Es kann natürlich auch sein, dass das der einzige Ausraster ist, den sie sich da geleistet hat. Und wir wissen nicht, was und worauf, Reaktion genau, und worauf keine der Ahnung. Basiert. Mhm. Ich bin super gespannt bei den Zweien. Mir ging es halt irgendwann auf den Sack die ganze Zeit, ich bin diejenige, die schuld ist an allem. Ich bin toxisch, ich bin aggressiv, ich bin schuld. Ja, es ist halt fucking so. Und das können so viele Leute bezeugen, Alter. Und hier die nächste Leitladung. Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4. Also ich sehe das jetzt hier und ich habe jetzt nochmal den Auftrag an Paulina. Bei deiner nächsten Ski-In-Bestellung bestellst du neue Hemden für Tommy mit. Weil dieses gestreifte, das schwarze Satin-Ding. Es reicht. Und das haben wir alles zur Genüge schon gesehen und alle davon sind immer leicht unpassend. Hol dem bitte coole Hemden. Zu eng auch. Naja, und die hören halt hier mehr auf. Die hören hier auf. Gar kein Hemd. Mach doch lockerere Hemden. Mal ein paar schöne T-Shirts für den Hoodie. Eine Strickjacke. Alter, also, und der hatte der und Sandra, die hatten da mal Hoodie Collection. Ja. Ich glaube, die hatte der jetzt auch bei The 50 kurz an. Aber und ja. Martin hatte bei The 50 die These in den Raum geworfen. Wie findest du das, dass er eigentlich gar kein Französisch spricht? Weil er sagt immer nur Python und Merci und Oui. Das und mehr sagt er nicht auf Französisch. Ja, was hatte ich. Ach so. Ja, die Theorie war, dass. Sein Deutsch einfach so ein bisschen dumm dort geworden ist, weil er dort nur Englisch spricht. Also nicht dumm, sondern so, man nimmt sich halt so den französischen Mundgebrauch an, diese Redensart, den Vibe. Ja. Und deswegen ist sein Deutsch so leicht belegt, sag ich mal. Ja. Aber eigentlich ist es nur so ein Abfuck wie Lisa Australien 19. Ja. So, oder Lena halt Australien. Lena 19 Sorry, Mom and Dad, but I think I'm really, really scared. Weil an sich verstehe ich die Theorie nicht, denn... Hä, deine eigene? Nee, also ich verstehe die Theorie mit dem, ich lebe in Frankreich, spreche aber so fließend Deutsch, weil dass ich nur so... Weil seine Oma aus Germany Seine Oma. Ja, und meine Oma hätte Türkisch sprechen können meine Oma und die hätte es mir nicht beigebracht. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad und ich fahre Motorrad fahren. Also dafür spricht man nicht so Deutsch, weil er spricht eigentlich, für mich spricht er Muttersprache Deutsch. Aber wenn seine Oma noch in Deutschland wohnt, wird ja auch Vater oder Mutter ein bisschen Deutsch können. Seine Schwester wohnt auch in Deutschland. In und München. So nämlich. Also ja. Aber ich bin ja trotzdem, ich bin ja Ich finde die Theorie halt geil, ja. Schatz. Ja, ich bin mal, also das soll natürlich jetzt nichts gegen ihn sein, es ist ja eine coole Geschichte, die er sich da so erfunden hat, weil am Anfang war er halt ohne irgendwas ins Rollen gebracht zu haben, war er eigentlich nur der Franzose. Ja. Bei Ex on the Beach damals. Und der Schwimmer. Und er war erst mit Sandra und dann war sie weg. Wann ist er sofort dran? Also beim Einzug war einfach noch nicht, er hatte noch nicht so viel zu erzählen, außer die Geschichte, dass er Schwimmer war und Franzose ist. Na, das finden wir schon noch raus. Der Armselige ist mit ihr hier. Sandra ist die erste Frau, wo ich mich verliebt habe. Im letzten Temptation-Date hat sie im selben Bett mit dem Typ geschlafen. Du bist so unglaublich. Vielleicht wollte er sich trennen. Vielleicht hat er Temptation dafür benutzt, um mich loszuwerden. Das ist nie ihre Schuld. Die ist halt auch loco. Und da jetzt auch zu sagen, vielleicht hat er Temptation dafür benutzt, um mich loszuwerden. Obwohl sie ja bei uns im Interview und auch damals in den Stories gesagt hat, ja, wir hatten eine Abmachung, dass wir da ein bisschen liefern. Mhm. Und anscheinend habe ich halt da ein bisschen doch zu übertrieben. Und jetzt wieder die Geschichte anfangen von wegen... Wir haben es aber auch so wahrgenommen. Warum ist es jetzt aus? Nee, wir fanden schon, dass es zu dolle war von Sandra. Bilde ich mir auch ein. Es wurde aber immer nur mit einem Off-Cam-Moment gemunkelt. Den hat niemals einer gesehen, den hat niemals einer bewiesen. Ich bin eigentlich... Aber erinnere dich dran, als wir sie zum Interview hatten, sie dann einfach Flotzke Bescheid gesagt hat und wir dann mit den beiden da essen waren und dieses Theater, was die da gespielt haben. Ja, weil die ja schon auseinander waren. Ja, wir können, also ich habe weniger ein Problem mit Sandra in der Show als die Leute, die immer mit ihr da drin sind. Das kann ich immer nicht nachvollziehen, warum sie meist der Buhmann ist oder als Blöde dort rausgeht. Aber so richtig greifen kann ich jede Aussage von ihr auch nicht.
Ja. Vielleicht sagen wir so war. Ich glaube, ich habe das Ganze noch nicht so richtig verarbeitet, weil es noch ein paar Themen gibt, die ich halt besprechen möchte. Wir hatten keinen Kontakt mehr, weil ich habe gesagt, hey, es nützt nicht mehr, ich rede nicht mehr mit dir. Schön, habe ich nicht mit gerechnet, dass ich dich jetzt hier direkt schon sehe, ne? Ich glaube, ich werde hier Glück brauchen. Warum? Ich weiß nicht, wie du drauf bist, deswegen werden wir sehen. Ich kenne dich und ich weiß, das kann gut sein oder sehr schlecht, deswegen. Wir verstehen, dass viele so einen Abfuck haben auf Sandra, gerade was sie dann immer in den Insta-Stories macht, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Können euch aber sagen, in den Interviews, die wir dann mit ihr führen, wirkt das irgendwie dann immer plausibel. Ja. Und es gibt ja auch immer wieder wirklich wahre Hinweise oder Beweise, dass dann wirklich was aus Wiedersehenssendungen oder so rausgeschnitten worden ist. Aber ich verstehe vollkommen Tommy, der sagt, ich bin hier gerade vorsichtig, weil gerade im Hinblick auf Tommy und Paulina war sie einfach loco die letzten Wochen, was sie da wieder rausgehauen hat. Und dann sagt Paulina einmal, Alter, und bis hierhin und nicht weiter. Und dann sagt sie, ja, ich will mich jetzt zurücknehmen und sorry. Ja, das im Internet schießen ist das, wo ich auch sagen würde, das passt mir nicht so ganz. Von ihr, ja. Oder also so, es ist ja gar kein Schießen, es ist so ein bisschen provozieren. Ja, provozieren, Stelle provozieren, sich irgendwo einmischen wollen, ja, weil man eigentlich irgendwie kein Recht zu haben. Oder Behauptungen so aufstellen. So fast falsche Sachen streuen. Ja, wo man dann, die man aber dann immer noch mal hintenrum, wenn man sich erklären muss, kann man das noch mal erklären. Würde es auch gehen, aber dann ist so, mach es doch nicht. Ja. Ich finde aber auch gut, dass deren Geschichte zu Ende erzählt wird, nicht bei Ex on the Beach, wie bei Gigi und Michelle, sondern eher dort. Das stimmt. Dass man dort vielleicht eher die Chance hat auf ein endgültiges zufriedenstellen oder Ruhe jetzt mal, anstatt dass die dann parallel noch mit Liebeleien irgendwie sich provozieren. Ja. Nee, das hätte ich nicht gebraucht bei Ex on the Beach. Und dafür sind sie auch beide zu erwachsen. Können zu erwachsen sein. Ja. Und wir haben jetzt hier offiziell das erste Format, in dem Tommy an Paulina vergeben ist. Bei den letzten zwei Formaten danach war ja immer so, nee, da war noch Kennenlernphase. Ja. Aber hier war es schon offiziell. Ja. Da gucke ich ganz genau rauf. Wer ist das? Tommy. Ich sehe das. Ah, ja. Sandra, scheiße, Alter. Geh bitte vor. Ich sag nicht Hallo, wenn da jemand ist, ne? Sandra, mach mir bitte den Gefallen. Sag zu allen Hallo. Und wenn die nicht wollen, dann ist was anderes. Okay? Bitte. War das jetzt auch gerade passend? Von die Ansage oder von Sandra? Ja. Ne, von ihm. Finde ich gut. Weil ich glaube auch. Sagt, so, hör auf jetzt hier schon so sinnloses Drama anzufangen. Sag einfach allen Hallo. Sei und höflich, genau. Weil die werden ja nominiert. Und er muss ja trotzdem irgendwie dran denken, dass die zwei zusammen ein Team sind. Irgendwie so. In den Spielen sind die auch safe gut. Oh ja, glaube ich auch. Hi Sandra. Hi. Ich muss Sandra nicht Okay, wie nett. Das Thema Tommy und eine neue ignoriere ich gerade noch so ein bisschen. Es tut natürlich weh. Ich bin jetzt hier und treffe auf meinen Ex-Freund und dann halt die Tage noch auf meine Ex-Affäre. Ist nicht ganz so nice. Ich dachte früher immer, dass eine Affäre die Person ist, mit der ich was habe, während ich eine Beziehung habe. Die Person, mit der man die Beziehung betrügt. Genau, das ist die Affäre. Ja. Und wenn ich aber einfach nur irgendwie was am Laufen habe, aber nichts Festes daraus wird, ist das ja nie eine Affäre. Das habe ich da jetzt falsch. Ich glaube, auf dem Papier nicht, aber jeder versteht's. Nee, aber ich bin halt auch bei Affäre, denke ich auch immer, oh, das hat so was Verbotenes. Genau, weil du sagst, du lernst jemanden kennen und der sagt, oder die sagt, das war mal meine Affäre. Ich so, hast du betrogen mit dem? Ja. Mhm. Deshalb gibt es ja jetzt das Wort Situationship. Genau. Das liebe ich. So. Mhm. Und Sandra hat gerade schon gesagt im Interview, was ja wahrscheinlich abends aufgenommen wurde, auf den ich die Tage treffe. Also ich denke, die kommen noch nicht jetzt. Oh, aber in der Folge kommen die doch wohl bitte. Na, beim letzten Mal würde ich sagen, hatten wir auch den Einzug auf zwei Folgen aufgeteilt. Oh Gott. Ja, aber ich weiß nicht, wer mit euch im Zimmer ist. Ich hoffe Max, ehrlich gesagt. Alles richtig gemacht als Produktion, leider. Aber es sind drei Betten. Direkt gegenüber gucken. Melina am besten auch noch Melina und Tim. Ja. Das wird heiß hergehen. Ja, ich glaube auch. Also was man jetzt schon sagen kann, ist, also diese ganzen Aufeinandertreffen und so sind schon nice, aber uns wird wegkicken, diese Gespräche an diesem Teich, diese Klärungssachen. Uns zwei auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil ich muss eine Taschentuchbox hin, ich bringe uns eine mit, weil dann heule ich auch immer sofort mit und ich habe immer das Gefühl, dass dann irgendwie da die Ehrlichkeit kickt. Also mich kannst du da natürlich auch gut verarschen, aber dass dann irgendwie doch jeder da ein am bisschen ehrlicher Show. Ist, da am wenigsten Show, genau. Und dass wir endlich mal rausfinden, wie es jetzt genau bei Tommy und Sandra danach war. Und auch bei Melina und Tim. Also es gibt alles so viele. Alles will ich wissen. Fast alles. Oh Gott, kurz gerülpst, Entschuldigung. Ja. Deswegen so diese Einzüge sind cool und auch manche Spiele. Aber diese Sehmomente,
kicken. Willst du nicht mit mir quatschen? Nee, echt nicht. Kein Interesse. Du hast ziemlich viel Scheiße dann erzählt. Dann sag mir, sag mir nicht, ich habe Scheiße erzählt. Sag mir genau, was es ist. Warum kannst du nicht mich angucken oder mit mir sprechen, Kim, wenn du angeblich nichts getan hast? Ich habe keine Lust, mit dir hier gerade zu reden. Ist mir schon klar, weil du nur Scheiße gebaut hast bei mir. Dann hör doch auf, du machst deine Show. Ich will nichts damit zu tun haben. Was denn für eine Show? Du kannst nicht sagen, dass ich irgendeine Scheiß-Fake-Show abziehe und denk dann, ich rede nicht mehr mit dir, wenn deine Scheiß-Fresse den ganzen Tag vor mir ist. Und ja, ich habe gesagt, Fresse. Wow, ich habe es gesagt. Wow. Das muss sofort gelassen werden. Die wissen beide, die können sich nie leiden. Die hat gegen die geschossen und andersrum. Und dann einfach gar nie was anderes erst behaupten. Geht euch einfach aus dem Weg und haltet beide die Schnuss. Das ist so ein Virginia-Fluch leider. Ja, aber das Kind dann auch nie lassen kann. Die meiste Sendezeit bringt für sie, ja. Die liebt das, sowas zu machen. Halt, aber deswegen, sowas wie, bist du der Toxic-Dude bei Mike anzubringen, finde ich geil. Ja. Weil es irgendwie auf Fundament beruht. Aber jetzt sich hier einfach nur irgendwie wieder zu sagen, du laberst nur Scheiße, ich habe gar nichts gemacht, sag mir doch, was ich gemacht haben soll, ist halt dumm, weil Kim nicht auf den Kopf gefallen ist und weiß, wie sehr sie gegen Sandra geschossen hat. Auf jeden. Du willst einfach nur keine Responsibility übernehmen und du willst einfach nur keine Response haben, auf die du nicht klarkommst und am Ende des Tages wahrscheinlich heulst und in deine Mobbing-Opfer-Rolle reingehen möchtest. Wie fake kann man sein? Ja, ist so, sorry. Also, sorry. Du brauchst dich nicht wundern, dass du von jedem nur drüber gerutscht wirst. Ganz ehrlich. Alles klar, Kim. Du, ich habe dich bei Instagram extra blockiert, damit ich nichts mit dir zu tun haben möchte. Und trotzdem hältst du weiterhin Kommentaren über mich, Sister. Abschaum, hast du gesagt. Hani, du hast auch nichts gegen Beleidigung. Nur wenn du Bock drauf hast, dann ist es in Ordnung. Ich will normal mit dir reden. Geht das? Was ist das jetzt her? Der Kühlschrank. Mit der brauchst du gar nicht reden, Emanuel. Aus der Küche? Emanuel, mit der brauchst du gar nicht reden. Also ich rede mit jedem erst normal. Nein, mit Sandra brauchen wir nicht reden. Wenn ich rede ich mit jedem. Warum ich? Das nennt man Loyalty. Ja, aber ich... Wie Royalty. Und das hat man oder das hat man nicht. Hey, die redet immer noch über mich. Ach, es ist, also Kim ist wirklich bei mir so die ganze Zeit, ne? Beziehungsweise ist eigentlich die ganze Zeit low und dann hat sie immer zwischendurch so Momente, wo ich sage, lol, richtig lol. Dann, Emanuel, bin ich ja gerade begeistert, also noch, und deshalb möchte ich es einmal aussprechen, dass, er hat gerade ein richtig gutes Bild abgibt, so, also richtig gut, also jetzt das einmal für sich so, hey, ich rede mit wem ich will und bla bla bla. Hab ja auch in der Vergangenheit auch gerne mal ein bisschen schlecht über diesen Mann gesprochen. Ich auch. Und bei Sandra finde ich es crazy, dass sie da am Tisch der ausgerastet ist. Das ist kein, ne? Dass sie einfach gesagt hat, nee, stopp, ja, also ich hätte mir ausgeflippt. Ich finde es krass, dass ich nie geweint habe. Ich hätte geweint wahrscheinlich. Ich wäre erst ausgerastet und gesagt, daneben. Ich gehe mal kurz auf Klo. Es ist wirklich, wirklich unpassend. Also das nicht nur eine Schippe, sondern alle Schippen zu viel. Kurz nach Einzug. Dass Kim einfach auch denkt, dass sie so, dass sie hier wäre und sich so together hat. Ich meine, Dschungel hat es ja nochmal bewiesen, dass es auch wirklich gar nicht so ist. Aber ich glaube, da hat sie nochmal Höhenflug auch nochmal bekommen. Ja, aber wieso? Na, das sowieso. Aber so eklig zu werden, boah, mach weiter. Get out of my face, okay? Wir sind ja ein Team. Dass du überhaupt mit mir diskutierst, zeigt schon, dass du nicht mit meinem Team bist. Das and you verstehe. Don't got no loyalty. Aber noch habe ich doch überhaupt like gar nichts gemacht, dass du jetzt überhaupt ain't irgendwas nothing gegen like mich that. Sagen kannst. Das hat mir schon gereicht. Was hat dir gereicht? Ain't nothing like was that. Hat dir gereicht, dass ich normal geredet habe? Ganz hab, genau, reicht schon. Alter, Kim Virginia, Mindestrespekt. Emanuel zeigt gerade einfach nur Mindestrespekt. Ist ja so. War es ja auch. Entweder du hast den oder du hast den eben nicht. Ja, du warst schon immer zu dumm, deswegen sind wir auch nicht zusammengeblieben. Alles klar. Sag schon mal gute Nacht. Du wirst gute Nacht, schlaf warum gut. Warum sagst du das mit so einer hohen Stimme? Warum hast du so eine Tiefe? Ich weiß gar nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. So, viel Spaß beim Fummeln. Also das kann man denn so? Stellt euch mal vor, man ist da ja in diesem Haus und dann würde man die ganze Zeit diese Kommentare mitbekommen von Kim, von Mike. Ich müsste mir irgendwas irgendwie so reinstopfen. Einen Fixpunkt geben oder irgendwas, dass ich so denke, du bist nicht im Traum, du bist noch da, werd nie komplett loco in deinem Kopf. Also weißt du, so dass man irgendwie noch bei sich bleiben kann. Ich glaube, das geht am ersten Tag vielleicht und dann ist es vorbei. Meine Sorge ist immer, dass ich nicht pennen könnte, weil ich Angst habe, dass was passiert. Vor allem einfach Angst hätte, dass diese Charaktere in der Nähe so unberechenbar sind. Also nicht, dass dort jemals was passiert ist, aber warum flippt nicht mal nachts einer aus? Also wer beweist mir das? Ich sage dir auch ganz ehrlich, dass ich Schiss hätte mit einem Mike in diesem Haus. Ja. Ich sag es dir
Kim wirklich. Virginia genauso. Da Kim fliegt, Virginia weil auch. Emanuel hat falsch geatmet, fliegt was, eine Vase und du kriegst ja. was ab. Und so. Das Ding ist aber auch, du hast dann Schiss, weil du willst dich da, du hast Angst vor zwei Leuten, willst dich immer so am, in der Ecke von einem Raum aufhalten. Und dann ist aber Kim auch so eine Menschen, vermeintliche Menschenfängerin und zieht dann so eine Gina oder so auf ihre Seite, sodass du, dass ich dann meinen Film hätte und denke, oh Gott, ich kann gar nicht mehr normal mit denen reden, wahrscheinlich hassen die mich jetzt. Ja. Ja. Und dann wäre ich so, wupp, und dann wäre ich einfach in der zweiten Folge rausgewählt, weil NPC. Nee, ich müsste einfach vom Arzt, weil die sagen, die Alte ist paranoid, die ja. muss gehen. Ja. Weil ich würde mit natürlich so, wenn ich das jetzt sage, ist Kim Virginia jetzt vor der Tür? Ja. Kann ich das jetzt überhaupt ja. sagen? Und was ist mit Mike? Und ist der hier jetzt irgendwo? Ja. So Sommerhausniveau hat es ja jetzt schon fast das angenommen. Das ist crazy, ja. Und dann, ach so, und darauf zurückgeht nochmal, finde ich schön, dass Tommy gerade gesagt hat, er ist da in dem Haus, steht da hinter ja. ihr jetzt in dem Moment, weil es ist dann natürlich schwierig, wenn man sowas mitbekommt am Tisch, dass Sandra so bequatscht wird, gerade ja. von Kim Virginia, dass man sich natürlich so denkt, ach Mann, Tommy, kannst du mir irgendwie helfen? Ja. Aber man eigentlich ja auch weiß, er muss es gerade ja, nehmen. Ja. So. Mhm. Deswegen, oh Gott, ich würde dort so insane werden. Ich empfehle dir heute ein bisschen Struktur zu haben. Ja. Du empfiehlst es mir, das ist ja nett aufgedrückt. Ich empfehle es dir noch. Bitte? Ich empfehle es dir noch. Ich muss erstmal meinen Koffer auspacken. Wen interessiert der Scheißkoffer, Mann? Es war mir so klar, dass du da so ein Ding draus machst. Ja, mir ist recht. Mach deinen Tag, schließt meins. Nein. Diese Locke, die du hast. Mach, schließt meins. Hör mir mal zu. Hängt doch an seinem du auf. Kannst mir gerne Tipps geben. Hab ich doch gerade. Du läufst so eine Steife. Befehlsmäßig rüber und da krieg das ich klar. Das stimmt überhaupt nicht. Du lässt jetzt deine schlechte Laune an mir aus. Da fühle ich mich dann immer so klein gemacht. Kannst nicht mehr hören, diese Birkenstock-Dinkelnummer, Alter. Ich fühle, ich empfinde. Okay, wieder nicht auf Augenhöhe. Ich darf nicht sagen, wie ich mich fühle. Kann man nicht einfach mal sagen, das ist scheiße und das ist gut. Also das Problem ist, es ist ja schon, man versucht es ja schon auf so eine Art auszudrücken, damit selbst bei so einem Menschen ankommt. Und selbst da sagt er, kann man nicht einfach sagen, es ist scheiße. Der versteht man, nicht, er versteht es nicht. Nee, aber wenn man es ihm sagen würde, wenn Michelle sagen würde, ich finde das scheiße, sagt er, was? Was findest du scheiße? Was findest du jetzt scheiße? Was findest du jetzt scheiße? Ich, in dem Falle wäre mir auch richtig scheißegal, wie man das nun kommuniziert. Er wirklich einfach, er muss verstehen, jetzt. Fresse halten. Ja, hier ist jetzt komplett nicht mehr dein Arbeitsbereich, du lässt es. Aber. Wie willst du dem das klar machen? Na, indem du sagst, Fresse? Sie hat ja also gar nicht gesagt. Ich fühle mich so und so und deswegen wünsche ich mir von dir, dass du jetzt es nicht weiter ausreizt. Ist doch kackegal. Also, weil da. Es ist ja gar kein guter Umgang mehr notwendig. Ich glaube, der würde der sagen, wie ist dein Umgang mit mir? Wie redest du mit mir? Ja. Bla bla. Ach, so schlägst du dein Bein über, ja? Finde ich frech. Ja, die sind noch zusammen. Es ist so, wird so eine alberne Geschichte wie Silva und Steffi. Und dann sehen wir nochmal Live-Auftritt, was weiß ich, Bahnhofspassage, keine Ahnung wo. Martin, da singt Panne. Er einen Song. Finde ich Panne, wie du die Tastatur hältst. Ja. So hast deine Haare gemacht, wow, so atmest du. Aber beim Frühstück haben wir alle gerade gesagt, öff. Naja. Ja, das sah lecker aus. Aber Kai kommentiert ja wahrscheinlich, wie sie sein Frühstück ist. Ja. Es gilt Sachen packen und Rätsel knacken. Natürlich in luftiger Bodenentfernung. Halt's Maul. Willkommen beim Spiel Liebesschaukel. Eure Aufgabe ist es, die auf den Karten stehenden Sprichwörter zu vervollständigen. Das Ex-Paar, das die meisten Sprichwörter richtig vervollständigt hat, gewinnt das Spiel und ist vor der nächsten Nominierung geschützt. Wichtig, nicht abbrechen. Denn das würde das Maximalpreisgeld empfindlich schmälern. Wie würdest du vorschlagen, wie wir da auf die Schaukel gehen? Ich muss auch mal sagen, welche Seite mich am Mike am meisten abfuckt ist, dass er beim Sommerhaus auch schon versucht hat, jedes Spiel vorher so grundlos mehr verstehen zu wollen, als es ist. Es ist eine Platte, stell dich einfach drauf, fertig. Und mach das, was es ist wirklich nicht mehr dazu. Ja, analysiert das. Michelle, willst du jetzt schon da draufsteigen? Mhm. So und dann ja aber selber halt verkacken. Immer verkacken. Oh, ich freue mich jetzt schon drauf. So, Michelle, du würdest die safen sich mehr als einmal. Ja, safe. Du leider. Du würdest mit dem Twister spielen, rechte Hand auf blau. Oh. Geht's noch? Bist du dir sicher, dass das mit rechter Hand gemeint ist? Oder muss ich jetzt auf blau, weil ich bin gerade deine rechte Hand? Ja, so. Du Opfer. Bleib locker, bleib locker, bleib locker. Hier möchte ich nicht tot über dem Baum hängen. Wir haben nicht Baum gesagt, wir haben Zaun gesagt. Ich kann's nicht. Wir probieren es wenigstens. Nein. Atme erstmal, wir lassen uns Zeit. Nein. Das musste jetzt, das reicht. Sandra, Kinder vor die Säue werfen.
Das ist auch Kinder. Nee, Podcast. Fangen von Kinder. Dann warten wir. Also, worauf denn? Entweder warten, jetzt Abbruch, genau, oder machen. Weil warten bei Höhenangst macht ja wirklich warten nichts macht's nicht besser. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja. Oh, nee. Die chillt einfach. Ich mein's ernst. Ich will eine gemeinsame Entscheidung. Wir probieren's wegen. Nein. Ich kann's nicht. Also ich möchte eine gemeinsame Entscheidung, die Nein lautet. Nein, ich kann nicht. Akzeptier's jetzt. Ich kann nicht. Das ist ein Teamding. Ich kann's nicht. Ich kann mich nicht überwinden gerade. Ich stehe wie starr. Nicht persönlich nehmen, Michelle, aber in den Spielen haben wir auch verschissen, weil kein Vertrauen da war. Da sind wir ja jetzt schon wieder bei der gleichen Scheiße wie im Sommerhaus. Er verkackt und danach lag's am Outfit von Michelle. Wie sie vorher kacken war. Dass sie die Früchte nicht gegessen hat von ihm. Dass sie noch morgens den Koffer ausgeräumt hat. Toll, das. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren und vertrauen in den 15 Minuten vor dem Spiel aufbauen, weil du da deinen Koffer ausgeräumt hast. So. Außerdem hattest du die Nacht deinen Fuß auf meinem Bein und ich wusste überhaupt nicht mehr jetzt, was oben und unten ist. Ja, die Durchblutung war komplett unterbrochen die ganze Nacht. So. Hätte sie auch auf alles kommen können. Wirklich peinlich. Panda Michelle, dass dir das nie eingefallen ist. Mai konnte ja wirklich nichts dafür. Ich weiß gar nicht, ob die anderen sich wirklich so viel besser jetzt gerade auch anstellen. Also bei Emily und Gina finde ich es auch irgendwie gerade so ein bisschen, muss das jetzt schon sein? Das darf einmal bei einem Spiel passieren, aber noch nicht gleich beim ersten. So. Das passiert auch bei jedem. Ja, beruhigt euch doch. Aber ich glaube, dass du gerade beim ersten Spiel noch mehr diese ganzen Zankereien hast, weil da noch was anderes rausgelassen wird. Das ich würde mich nur zoffen beim ersten mit Absicht. Aber dass es auch geht, dass man sagen kann, okay, hier sind jetzt 10 Minuten oder 15, wir halten jetzt einen Rand. Einfach mal machen. Aber wird man sich da wirklich so wenig einig? Nein, das ist das erste Spiel. Du hast ja dann trotzdem noch Emotions mit dabei. Mein Ehrgeiz würde kicken. Aber wenn derjenige sich nur eine Sekunde dumm anstellen würde, ich würde da sofort was Finger rein in die Wunde sagen, ist halt so blöd. Ja, stimmt. Ja, deine Schuld, wenn du so blöd bist. So. Aber nur das erste Spiel, Leute. Ich brauche deine Entscheidung jetzt. Ich breche es jetzt ab. Guck mich doch mal an. Nein, ich breche es jetzt ab. Mach auf stark, mach deine Rolle. Sag es doch einfach. Okay, wir möchten runter. Warum muss ich 20 Mal sagen? Es ist doch ein Macher, seht es doch einfach ein. So, das sind nämlich 10.000 Euro. Ich bin traurig darüber, dass Mike mir gegenüber dieses Vertrauen nicht hat. Das war auch in der Beziehung so. Und deswegen kam dieser ganze Schlamassel. Und das ist dann so, das ist schade. Ich glaube, wenn du jemandem vertrauen kannst, dann mir. Das hatte ich. Und da ist nicht Pillepalle so. Ich hatte dir vertraut. Pillepalle ist da. Du warst die Erste nach langem. Also der Einzige, die von den Geschichten, die wir bisher wissen, Gründe hätte zu sagen, ich vertraue dir nicht, ist ja Michelle. So, er ist doch die ganze Zeit fremdgegangen. Der ist so Wahnsinn. Und der glaubt sich seine eigene Scheiße. Das ist wirklich krass. Kann ab welchem Zeitpunkt sagen Leute, wir haben uns jetzt die vierte Show mit ihm angeguckt, der ist wirklich geisterkrank. Wird nicht passieren. Und jetzt schicken wir die weißen Männer rein und holen ihn ab. Das ist vielleicht hart gesagt. Ach, vielleicht was sind auch die weißen Männer? Das hat man früher so. Nee, die Männer in den weißen Jacken oder so. Oder die Männer mit der weißen Jacke. Die weißen Cis-Männer schicken wir rein. Hier wurde Zwangsjacke. Am Anfang noch überlegt, ob es gar nicht kommentiert wird. Und jetzt wirklich, er macht immer nur das Gleiche. Ich glaube, wir fahren jetzt mal einen Gang runter. Der wird das jetzt, wenn er 8 Folgen drin bleibt, wird es 8 Folgen so sein. Hast du das Schlimme? Wollen wir uns wiederholen mit unseren Aussagen? Ja, nur eine dabei. Du hast ja nichts mehr zu melden bei den nächsten Folgen. Du eben, du wolltest, bist ja dann nicht mehr dabei, hast du oder gesagt. Oder doch. Mal schau sehen. Mal. Na gut, schau mal. Ich habe auch keinen Umgang. Ich kann ja auch jetzt nichts empfehlen an dieser Stelle, weil ich weiß es ja selber nicht. Aber so richtig. Aber zu meiner Frage, wann passiert das? Wann kommen die weißen Cis-Männer mit der Jacke? Ich weiß es nicht. Dann wäre dir egal, wenn ich dann auf einmal bei einem anderen hier schlafe, oder? Ja, schon. Wenn du da jemanden kennenlernst, das stört mich nicht. Okay, egal. Wird ja nicht stattfinden, weil wir haben uns gestritten. Warum sind wir in diesem Zimmer eigentlich? Wie, warum wohl? Weil ich dich betrogen habe, ne? Weil der hat betrogen, der hat betrogen, ich dann. Du hast mich nicht im Betrogen mit jemand anders. Deshalb ist es nicht. Du weißt schon, dass du dich auch irgendwo immer wieder ein bisschen widersprichst, oder? Wie? Du sagst, bei Temptation ist der Grund gewesen, warum es Schluss war, okay? Ja. Das ist der eine Punkt. Dann wirfst du mir aber vor, dass ich nicht genug gekämpft habe. Du hast alles gemacht, um mich zurückzukriegen? Ja, hab ich. Wer ist denn zu dir geflogen, obwohl du mich wie ein Stück Scheiße behandelt hast?
Wie siehst du, wie du das drehst? Das nee. Glaub, doch, du drehst Nein. das. Du tust so, als ob ich nach Hause bin und direkt, ach ja, ich bin jetzt ein Arschloch. Nein, das ist alles nur gekommen, weil du eine andere hast. Ist das okay gewesen, was du gemacht hast? Dass wenn man sich trennt, dass man direkt woanders hingeht? Ja. Ah, ist okay? Ja. Okay. Weil in dem Moment hattest du mir so wehgetan, das war mir egal. Ich sag's dir ehrlich. So. War es nicht auch Tommy, der sich da so ganz viele Girls eingeladen hatte? Auch unter anderem nicht sogar auch Melissa, die jetzt mit Tachimavo ist und so? Weiß ich gar nicht. Aber ja, grundsätzlich, es ist natürlich ein bisschen kacke, aber grundsätzlich ist es eigentlich auch okay, wenn die sich getrennt haben, dass er dann mit einer anderen bumst. Ist natürlich verletzend. Sag ruhig. Es kommt, also ich finde, es kommt dann schon noch mal auf ein bisschen auf den Zeitraum an. Heimlich kannst du alles machen. Und genau, heimlich genau. Aber wenn du siehst, irgendwie, die kriegt's mit oder man zeigt es dann auf Instagram oder auf der Party. Na gut, hat er ja nicht gemacht. Ich finde, das muss nicht sein. Hat er, glaube ich, nicht gemacht. Bin mir jetzt nicht sicher. Und es ist natürlich hier auch so, er hat sich getrennt, weil sie Scheiße bei genau gebaut ist halt noch mal was. Aber ja, ich finde es gut, dass sie jetzt darüber sprechen. Ich glaube, aus der Welt schaffen könnte es trotzdem nicht, weil ich glaube, sie findet ihn immer noch sexy und würde alles für ihn tun. Und bei mir kickt ja immer noch das Reel, was wir ja hatten von der Wiedersehensshow, wo sie so geweint hat und dann so einfach so sagt, so, ja, Liebe meines Lebens und blablabla. Und so weint ich ja hier geheult. Und Tommy so, ja. Ja, verloren. Wenn ich das so sehe, wäre Temptation nicht gewesen, die wären halt so fett noch zusammen. Ja. Und irgendwie... Wenn es noch weitere Louis V-Ketten gegeben hätte. Ich finde sie auch... Also ich habe zwar noch nichts von Paulina und Tommy gesehen, so richtig, jetzt mal als Paar. Aber Tom, also Sandra gehört hat auch... Das Ding ist, es stört mich... Ich will es auch rauskriegen aus meinem Kopf. Auch nach The 50, mich stört gar nichts an Paulina und Tommy. Mhm. Und ich glaube auch, dass die beide gerade denken, das passt. Also ich würde dann immer sagen, dass die wegen Tommy einer Show und Paulina? Oder so. Ja. Ja. Aber die bleiben safe gar nicht zusammen. Und wir werden Paulina und Yassin noch irgendwann wiedersehen. Sag mal, was sagst du? Was machst denn du hier für komische Sachen, die du hier ins Universum heute reinschlägst? Ich habe das Gefühl, dass ich The 50 geguckt habe. Ich dachte so, ihr werdet einfach irgendwann wieder zusammenkommen. Es ist so, wie es ist. Du hast das Gefühl, du hast The 50 geguckt? Nein, ich hatte das Gefühl, als ich... Ach so. Ach Mensch, ja. Ich hatte das Gefühl, ich habe es irgendwie gesehen. Okay. Aber The 50 2030? Ja. Und da sind Paulina oder und Yassin wieder dabei. Und sie gehen als Paar raus. Ja, aber ich weiß nicht, ob Sandra und Tommy wirklich wieder zusammenkommen. Aber hattet ihr auch so ein Paar in der Schule, wo man gedacht hat, okay, es ist einfach, es ist Quatsch, dass ihr jetzt jeweils mit jemand anderes zusammen seid? Bei mir auf der Schule haben sogar schon Kinder bekommen mit anderen Partnern. Und ich denke... Ach in so, meinem jetzt? Kopf immer noch daran, dass es nicht geht, dass diese zwei nicht mehr zusammen sind. Diese Leute, Originalkonstellation. Ey, und manchmal spielt das Leben so dumm. Ich habe ja jetzt erst gerafft, dass meine Jacqueline Biekmas, die bei... Darf das so hier rein? Warum nicht? Ach so, okay. Ich dachte, das ist eine... Deine? Nein, das ist doch hier die es bei... Es ist ja auch ihre. Die bei Bachelor in Paradise mit Maurice angebandelt hatte. Wieder mit ihrem Mann zusammen ist? Ja, und ich dachte so, also ich hatte nur noch gesehen, dass sie wieder einen Dude hatte. Und dann habe ich gestern die Verlinkung gesehen. Ich so, Biekmas. Ist das etwa ihr Ex-Mann und der Vater ihrer Kinder? Nachgeguckt, ja. 4 Jahre Pause hatten die. 4 Jahre hatten die Pause. Leute, so brauche ich es jetzt auch unbedingt nicht. Also doch, vielleicht schon. Ich meine ja nur, du weißt manchmal nie, wie das funktioniert. Finde ich ja auch geil. Heute musstet ihr euch beim Spiel Liebesschaukel beweisen. Ihr habt alle 3 Sprichwörter richtig. Kim, Virginia und Emanuel, ihr habt dies in der schnellsten Zeit geschafft. Und liegt damit bisher auf dem 1. Platz. Die Ränge 2 und 3 sind keine Rede wert. Ganz im Habt ihr das jetzt mitbekommen? Verpatzten 4. Kim, Virginia Platz. Und Emanuel haben das beste Ergebnis abgeliefert. Verringert sich die Gewinnsumme um 10.000 Euro. Das ist nicht gemacht, ihr Bitches. Warum? Nein, Mike, wirklich nicht. Warum? 10.000, Alter. Aber dann kannst du einfach drauf stehen und einfach nur atmen und weggucken. Aber was machen wir jetzt bei den nächsten Spielen? Wenn alles, wenn die Hälfte mit Höhe ist, dann bist du bei der Hälfte raus. Also bist du eigentlich unser Verkacker der Staffel jetzt, oder was? Weil dann ist dir klar, dass wir dich raushaben wollen, ne? Ja, dann ist das so. Ich glaube, der nimmt jetzt hier Sendezeit mit
findet das auch gut, dass er gegen Anfang noch nicht so als Konkurrent rüberkommt. Ich glaube, der geht da schon relativ taktisch ran. Aber wie sollst du 100% hinter ihm stehen, wenn er nicht 100%? Ich will es nicht mehr hören. Wir müssen raus. Wir canceln das. Das ist für mich wirklich ein böser Wicht. Einfach nur. Ein richtiger Gargamel. Und das Gargamel war irgendwie süß. Wirklich. Weißt du, wie er nicht süß war, dann Gargamel. Aber weil er bei den Schlümpfen gespielt hat, deswegen. Nein. Last Man, der süß war. Ja, so der Süße. Ja, aber ich wollte ihn mit Gargamel, weil dann will ich ja nur damit zeigen, wie kacke ich den finde. Ja. Ja. Nächste Woche. Ich hab mir 5 Pfeile runtergeholt, bevor ich reinkomme. Alter, geschafft! Ich bin ganz sehr stolz. Martin, wie siehst du deine Chancen, die nächsten Termine PG mit uns wahrzunehmen? Vielleicht den nächsten Einzug. Also ich bin ja ein bisschen heiß. Ich habe mich ja jetzt beruhigt mit dem Cast. Ja, die Leute finden dich ja schon sehr heiß. Also bist ja nicht nur ein bisschen heiß. Oh, danke, danke. Du, wenn es weiterhin so geht mit den Komplimenten hier von deiner Seite, dann gerne. Und dafür komme ich gerne. Ihr könnt also, ja auch mal kommentieren, wie gerne ihr Martin in der nächsten Folge hier. Dann ist er hier, dann sagt er ja, gut Leute, ihr habt ja gesehen. Puff. Genau, ihr habt ja gesehen, wen sie sehen wollen. Marlena furzt sich schon mal raus. Elsa, du bist als nächstes dran. Ist ja so. Ich würde das gerne alleine kommentieren, haben die Leute ja auch geschrieben. Ah, ja. Also du wirst uns wahrscheinlich nächste Woche Wir schauen. Also, die kennen ja unsere internen Abmachungen überhaupt nicht. Lass dich überraschen, ob wir hier zu dritt oder nicht sitzen. Das sind 6. Ja, ich sag aber tatsächlich, freue ich mich irgendwie auf die nächste Folge. Also, ich freue mich auf überhaupt den neuen nicht. Einzug? Genau. Ich freue mich überhaupt nicht, jetzt noch mehr von diesem verkackten Mike-Michelle-Drama zu hören. Schluss. Kein Bock. Aber neue Einzüge, yes, baby girl. Na, weil das auch die spannenden Paare sind. Wie sind Max und Luisa jetzt? Sarah und Nico? Chiara und Lukas mit Karl leider. Ja, das glaube ich könnte nochmal richtig schwere Kost werden, weil da, also habt ihr das Gefühl, man kann greifen, was das Trennungsproblem war? Oder ich glaube, wir werden mehr überrollt, als dass wir sagen. Ich hatte nur mal irgendwie so mal was geschnappt von wegen Betrug. Und dann hat man halt Lukas bisher immer so süß gesehen. Eben. Was ich mir aber auch immer schwer vorstellen konnte. Das ist wirklich so ein toller Mann, nur so toll. Genau, und dann bin ich ja wieder wie du, Trailer. Da zucke ich zusammen, wenn ich diese weit aufgerissenen Augen sehe und diesen aggressiven Ton. Oh, darf ich mal was in den Raum werfen? Oh, es fängt ja auch demnächst noch KDRS an. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, dass er jetzt bis zum Finale in dem Format bleibt und dann lange bei KDRS? Können wir eher vorstellen, hier raus und dass er deswegen zu KDRS konnte? Haben wir das schon mal gehabt, so extrem gleichzeitig? Ja, Gina bei Ace on the Beach und dann Alto VIP. Da waren ja sogar wirklich noch so Folgen im Überdings. Also ich habe alles vergessen. Das war ja Anna Öff ja dann auch. Nur mal so in den Raum geworfen, weil fände ich jetzt irritierend, wenn diese Baustelle noch so extrem lange läuft. Weil dann dürfte er ja dort gar keinen mehr kennenlernen. So. Also, wieso bei Lukas? Er kann, ist doch einzeln bei KDRS. Und der Drehzeitraum war dort Ende verliebt. November. Aber PG geht es ja nicht darum. Um sich zu verlieben. Ja, aber vielleicht so ein bisschen kommen sie wieder zusammen oder nicht. Ich glaube, damit wird immer spekuliert. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, wo man sagt, darum geht's. Also ich glaube, dürften die Spoiler in irgendeiner Form. Und er ist ja, wie gesagt, er ist ja alleine bei KDRS und jetzt nie so wie Mike und Laura damals, die dann als Paar da bei KDRS waren. Ja, ja, stimmt schon. Also na klar, darf es so sein, aber es ist erstmal so ein bisschen, Es würde spielt es irgendwie zusammen? Ja. Kann man daraus schon irgendwas lesen? Aber lass sie doch erstmal eins. Ansonsten, wir teilen euch noch den Link zu Martins Telegram-Gruppe zu allen Verschwörungstheorien. Ich finde es ja eigentlich nur lustig. Ich will das auch gerne beibehalten. Ich habe kein einziges Verschwörungstheorie. Ich glaube, die mit Tommy. Ja, das ist die einzige, aber keine einzige weitere. Naja, aber du bist ja schon sehr fantasievoll immer in deinem Kopf. Erst das würde ich eher dir geben. Nee, ich habe Facts. Nee. Na gut, okay, da kann man jetzt noch Stunden streiten. Ja, lasst uns doch mal wissen, wie euch jetzt die erste Folge gefallen hat. Ich möchte jetzt schon wissen, obwohl auch die anderen Pärchen noch nicht eingezogen sind, aber ihr seht sie auf jeden Fall bei uns im Insta-Post, wer der Cast ist, wen
ihr jetzt schon als Favoriten ausmacht und wo ihr sagt, dieses Paar raus gewinnt. Ach so, ich möchte noch gar nichts aussprechen. Ich auch noch nicht. Aber ich sehe grundsätzlich, wenn, man kann das ja immer nicht so leicht sagen, weil man nie weiß, wie sie es sich dort auch mit den anderen Paaren verscherzen. Aber rein von den Spielen her, von den Paaren, die wir jetzt gesehen haben, Tommy und Sandra, das funktioniert gut. Erstmal eine kleine Schräne gegessen. Erstmal eine Stunde gegähnt. Aber ich bin dann auch gespannt auf die Paare, die nächste Woche einziehen. Ob wir da auch noch ein paar dabei haben, wo ich sage, als Team im Spiel funktioniert das gut. Bin ich gespannt. Na, Melina und Tim werden ja, ich, ja, ich Habt denke ihr Tim auch, schon mal mit Ehrgeiz irgendwo kämpfen sehen? Ich habe ihn mit Ehrgeiz auf ich Bali nicht. Gesehen. Doch, der ist schon sportlich. Lena hat ihn auf dem Tennis gesehen. Diesen ist ja schon wieder ein Beispiel für deine Facts. Aber ich kann mir vorstellen, der ist so sportlich wie Paco. Optisch ja, aber nee, dann nein, so. Nein, der ist wirklich richtig kann man denn jemanden so fressen und so geliebt haben? Hätte den doch nicht geliebt. Du liebst den. Die Frage ist ja eher, wo nimmst du jetzt die Fakten her, dass er das nicht ist? Na, weil ich ihn sonst als träge Maus. Also du hast ihn auf Insta wirklich gar nicht verfolgt, ne? Weil der ist ja jeden Tag irgendwie laufen gegangen oder ins Fitness oder. Er verfolgt ihn nicht. Natürlich nicht. Ja, wir brauchen die nächste Folge eigentlich jetzt. Jetzt sofort Abbruch. Leute, seid so, wie ihr bleibt. Bye.